Hallo Leute, da stehen wir da mit unserem kurzen Hemd und dahinter dem Stein, da sieht man das Schild, da ist das Skelett und wir müssen jetzt schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Deckung suchen und da näher rankommen und dann hoffen, dass wir dieses Skelett schaffen. Aber das Ganze starten wir, glaube ich, nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, jetzt ist es da neben dem Stein. Ich weiß nicht, ob wir es hier so kriegen könnten jetzt so. Jetzt ist er weggegangen. Nochmal runter. Wo ist es jetzt? Dazwischen. Jetzt steht's da wieder. Ich weiß nicht, ne, ich glaube, das schaffe ich nicht durchzuschießen. Oh, jetzt geht's noch da. Geht es jetzt da durch? Ich glaube, es geht da durch, ne? Schleicht sich das jetzt hier an, oder was? Ich glaube, das hat sich angeschlichen, oder? Nee, das war jetzt nicht passend. Jetzt ist es da. Das ist ein bisschen tricky, ne? Also wenn es da rauskommt, dann sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, oder? Jetzt ist es wieder hinter dem nächsten Stein. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Da kommt es raus. Ich hab's. Krass. Boah, hab ich gar nicht mit gerechnet, dass es klappt. Ich war total angespannt hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, wir laufen jetzt kein zweites. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt gekriegt habe. Ich habe nicht drauf geachtet, sonst shit. Erstmal fliehen, ne? Bevor das nächste da spawnt oder sowas. Oder noch ein zweites sogar da ist. Weiß ich ja gar nicht. Gut, okay. Lass uns mal gerade reingucken. Was haben wir denn gekriegt? Sind das hier die zwei Knochen, die wir gekriegt haben? Ich hoffe es. Wahrscheinlich, denke ich mal. Was anderes sehe ich jetzt nicht. Es können nur die Knochen gewesen sein. Okay. Wollen wir hoffen. So, jetzt würde ich dann tatsächlich, wo wir jetzt schon hier sind, nochmal gucken und bei dem schönen Wetter, ob wir hier noch Steine kriegen. Ist das schon einer? Feuerstein, ja. Oh, jetzt gibt es genug Feuersteine hier. Das ist schon mal gut. Vielleicht sieht man die nachts nur nicht, ne? Und hier liegen ganz viele. Ist da auch noch einer? Ja. Ne, das ist Wasser. Ist das auch noch ein Feuerstein? Ja. Und da ist auch noch einer. Okay, die Rüstung zieht uns, glaube ich, schon ein bisschen runter, ne? So, das haben wir. Zu diesem Dingens, da würde ich jetzt gar nicht so gehen wollen. Habe ich ein bisschen Schiss. Obwohl, vielleicht wäre da ja in dem Teil was drin. Ah, ich gehe, glaube ich, mal schnell hin. Vielleicht ist da ja eine Truhe unter dem Stein oder so. Ein Respawn wird ja wohl jetzt nicht gerade passieren, oder? Ne, hier ist nichts. Ja, da ist bestimmt was, aber da müssten wir graben, aber wir haben keine Schaufel, dann geht das nicht. Okay. Gut, haben wir die Lage sondiert und da nichts gefunden, ne? So, wir haben auf jeden Fall zwei Knochen mehr und ich glaube, dann könnten wir wieder was Neues damit machen, ne? Und wir haben jetzt Feuersteine noch mehr.
weiß jetzt auch nicht mehr, was es war. Du könntest was zu essen vertragen. Dann machen wir das mal schnell. Ich weiß gar nicht, hatten wir vorhin was zu essen denn genommen? 5 Minuten und 10 Minuten. Ne? Das ist alles easy going. Da ist noch ein Feuerstein. Und da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Das läuft erstmal hier. Hier sehe ich jetzt nichts. Da ist vielleicht nur einer. Ja. Das ist aber normaler, oder? Ja. Oh. Ist das ein Baum oder ist das was? Ne, das ist ein Baum. Da ist ein Fisch. Hier sehe ich keine Feuersteine mehr. Ich glaube, wir können zurückgehen. Weil hier bringt es das nicht mehr. So, das heißt... Wo müssen wir lang, dass wir zu unserem Zuhause kommen? Hier irgendwo so. Ich denke ja, ne? Wir sind kladdernass. Warte mal, wir könnten auch den Bogen schon mal in der Hand nehmen, falls, ne, wir zufälligerweise hier ein Reh sehen. Beziehungsweise ist ja ein Hirsch. So wie da. Denn das ist doch einer, oder? Ja. Dann können wir den mal gerade töten. Und das hat geklappt. Und wieder ein Fell und ein bisschen Essen. So, wo müssen wir jetzt hin, dass wir nach Hause kommen? Ich glaube hier, oder? Das sieht doch schon mal ganz gut hier aus. Ich glaube, ich habe ihn erwischt, oder? Nee, der steht da noch. Shit. Na, ich glaube, jetzt ist er weg, oder? Ja, da hinten läuft er. Sehe ich ihn noch? Ich glaube nicht, oder? Da. Das ist jetzt nicht das, der Hirsch, ne? Das ist ein Wildschwein. Dann gehen wir da zum Wildschwein jagen. Das ist auch gut. Haben wir hier noch eins? Oh, hier ist gerade der Hirsch irgendwo ganz laut. Der kann nicht weit weg sein. Aber weißt du was? Ich glaube, wir feuern immer noch mit Feuerpfeilen. Ne? Das ist vielleicht nicht so prickelnd. Vier Hirsche sollte es so reichen, oder? Aber ich sehe nichts. Nein. Den könnte ich erschlagen, ey. Alter Schwede, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt haben wir ihn aber doch noch. Und wieder Fell und wieder Essen. Sehr gut. Ich glaube, hier müssen wir durch zu unserem Zuhause, ne? Sehr gut. Gibt es hier noch irgendwo ein Wildschwein, was wir gerade mitnehmen können? Ich glaube nicht, oder? So, da ist unser Zuhause. Lass uns mal hier rechts gucken, weil manchmal sind da ja Wildschweine. Das ist aber keins, ne? Nein.
das eins mehr. Ich könnte was zu essen vertragen. Was fehlt? Das nicht. Der Pilz fehlt. Gut. Weiter geht's. Hier ist unser Schrott. Den wollen wir jetzt nicht aufheben. Das wäre fatal gewesen, dahin zu gehen. Gut, das heißt, wir nehmen mal Sachen aus der Truhe und hoffen, dass es jetzt zu irgendwas wieder reicht. Das kann hier rein. Das Leder muss erst raus. Das Wildschweinleder auch. Holz brauchen wir vielleicht auch noch. Das nehmen wir auch noch. Das kann hier rein. Die Trophäen kommen in die anderen Kiste. Dann nehmen wir die Steine noch da raus. Und dann gucken wir gerade hier rein. Da könnte das rein und das rein. So, dann haben wir erstmal alles rausgenommen, glaube ich. Und gucken mal an der Werkbank, was wir jetzt bauen können. Aufwerten. Lederhose, Keule und Lederhelm. Jetzt sag mir, nee, herstellen wollen wir ja. Guck mal, lass mal gerade was reparieren erst. Feuerstein, Holz, Hammer, Hirschfellumhang, da ist er. Jetzt funktioniert er. Rüstung 1 dazu. 5 und wir haben 6. Steinachs, Feuersteinachs. Aufwerten wäre Lederbrustpanzer auch 5. Rüstung 4 hätte der. Und hat jetzt welche Rüstung? Rüstung 2, das gibt mir 2 mehr. Das würde bedeuten, ich werte lieber den Lederrüster, den Panzer auf, weil dann habe ich eine Rüstung mehr gekriegt. Bei der Hose wäre das identisch. Die Rüstung steht. Ach, da ist der. Ach, das war die Hose. Okay. Aber ist bei beiden gleich. Beides gibt einen Rüstungspunkt mehr. Der Helm gibt auch 4 und der Helm hat hier 2. Okay, das verdoppelt sich bei allen. So, 5 und 6. 5 und 6, 5 und 6. Ich glaube, es ist egal, was wir machen. Es gibt bei allen 2 dazu. Und ich denke mal, ich nehme den jetzt hier. Aufwerten. So, jetzt haben wir Rüstung 6 haben wir insgesamt dann. Oder weiß ich, nee, der nächste Stufe ist 6, okay. Aber da braucht man reichlich schon wieder, ne? So. Und der Umhang, der geht ja jetzt nicht mehr, ne? Ja, da ist wieder 5 Knochen, die wir nicht haben, alles klar. Aber das ist ja schon mal wieder ein Schritt mehr hier, ne? Lederbrustpanzer. Jetzt haben wir den wieder angezogen, oder? So. So, aufwerten geht nichts mehr, wir können höchstens noch was herstellen. Lederbrustpanzer, Lederhose haben wir alles. Holz, Feuersteinaxt haben wir. Steinaxt, Keule, Hammer, Lederhelm, Hacke. Feuersteinmesser, Holzschild, Feuersteinspeer. Weiß nicht, ob man den gebrauchen kann. Für die Wildschweine vielleicht ganz gut. Aber wohl, ich habe mich jetzt irgendwie auf das andere spezialisiert, ne? Was hat denn der Stechen? 20. Und das hier hat doch schon 30, oder wie das, ne? Schlitzen, genau. Da würde ich lieber schauen, dass ich die Feuerstein, obwohl dann gibt es nur 35, ne? Was hat der hier? Zweihändig. Lederhelm. Naja, okay. Das ist natürlich reichlich da. Also wir müssten eigentlich wieder 5 Knochen irgendwo herkriegen, um dann noch weiter aufzurüsten, ne? Naja, da wollte ich nicht hin. Schließen. Ich wollte dahin. Fertigkeiten, genau. Schlagwaffen 24. Äxte 7. Da müssen wir definitiv hier Schaden mit Äxten. Da muss noch viel mehr passieren. Ey, das ist ja recht schlecht, oder? Speere haben wir gar nichts. Das bringt dann auch nichts. Gut. Haben wir das erstmal. Ist schon wieder dunkel. Ist schon wieder dunkel. Super, oder? Jetzt gehen wir erstmal an die Kiste. Und da legen wir jetzt was rein. Eigentlich müssten wir da erstmal nichts reinlegen. Kriegen wir das andere alles da rein? Weiß ich nicht, müssen wir schauen. Das sieht aus, dass alles reinpasst, oder? Knochen haben wir nur einmal.
Ja, sieht gut aus. Okay. Der Bogen. Ja. Weiß jetzt, habe ich da irgendwen gehört? Den Bogen aufwerten. Oh, 10 Holz. Ah, nur Lederreste brauchen wir und Holz. Den Bogen kann man dann schon so. Ah, da brauchen wir keine Knochen für. Dann sollten wir definitiv schauen, dass wir das als nächstes in Angriff nehmen, ne? Gut. Ist das Feuer aus? Da ist der friert. Jo. Gegenstand kochen. Ah, ich habe kein Holz dabei. Da muss ich schnell Holz holen. Ist ziemlich dunkel hier, ne? Ich glaube, das hatte ich in die Truhe getan, oder? Naja, bin ich. Das war in der Truhe. Gut. Gegenstand kochen? Nee, ich will nicht kochen. Kriege ich das auch irgendwie anders hin? Sieben. Kann Holz nicht auf die Kochstelle? Ah, benutze Brennholz, okay. Ja, komm, mach gleich zweimal. Okay, dann war es das jetzt. Dann würde ich sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bin voll stolz, dass wir das Skelett geschafft haben. Schlafen dann eine Runde und dann gucken wir weiter, ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.